Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch. Jetzt wieder mit Facecam, hey. Aber ungeschnitten, damit ihr einfach besser mitentscheiden könnt, ob da wie was war. Ja, das Thema heute wieder Giveaways. Letztes Mal ging es ja um die wöchentlichen... Okay. Ging es ja um die wöchentlichen Giveaways. Und wenn ihr das nochmal wissen wollt, wie ihr an den wöchentlichen Giveaways teilnehmen wollt, könnt, sollt, dann schaut euch einfach das Video an. Ich habe es hier natürlich verlinkt. Am Ende des Videos ist es verlinkt. Und hier ist es, glaube ich, jetzt auch einfach verlinkt. Das, ich hoffe, da ich vergesse das nicht. Ja, und zwar geht es um Giveaways an sich. Ihr habt... Da gehen schon wirklich gute Headshots rein bei ihm. Aber diese im Stand... Also, das sieht dann wiederum so völlig normal aus. Aber die zwei in der Bewegung waren eben schon leicht... Oder ist er einfach sehr gut? Ich meine, er hat ja auch Sticker auf seiner Waffe. Also kann er ja eigentlich nur ultra gut sein. Es geht um Giveaways an sich. Ihr habt schon wieder öfter vermehrt gefragt, auch natürlich völlig zu Recht, wie es denn mit YouTube-Giveaways aussieht. Ich habe ja früher ganz, ganz viele... Also manchmal ruckelt es so, ne? Also er spielt so ganz gemütlich... Was war denn das, bitteschön? Er spielt ganz gemütlich vor sich hin und dann nimmt er macht er ihn kurz an und ist dann drauf. Ich glaube, da ist vielleicht... Da ist eine Aim-Unterstützung unterwegs. Oder ist es wirklich ein extrem guter Spieler, aber dann ist dieser Zuckler immer zum Kill hin doch sehr merkwürdig. Okay, die Runde fängt jetzt live an, er geht auf A. YouTube-Giveaways habe ich früher sehr viele gemacht und ich habe ganz viele Methoden ausprobiert, wie ich das am besten machen kann. Und um es direkt vorwegzunehmen, ja, es gibt wieder YouTube-Giveaways und es wird ja sogar bald eins geben. Nicht jetzt direkt heute, aber die Tage kommt eins. Ich habe viel probiert, ich habe über Gleam versucht zu arbeiten. Das war auch gar nicht so übel. Ich habe über die Kommentare einfach nur gearbeitet. Ich habe in dem Giveaway-Video selbst, habe ich meistens gegen Ende oder im letzten Drittel irgendwas gesagt, was ihr dann in den Kommentar schreiben sollt. Um zu sehen oder... Damit eben nur die Leute auch das Zeug gewinnen können, die das Video wirklich schauen. Es gibt einfach Menschen, die sehen, oh, Giveaway, die gehen rein und schreiben sofort ihren Trade-Link. Solche Leute sind natürlich direkt bei mir unten durch. Also die lösche ich auch direkt oder sie werden automatisch von YouTube gelöscht. Ich habe übrigens wieder nicht auf Bunnyhop geachtet, sorry, verschissen nochmal. Die werden von YouTube meistens auch direkt als Spam markiert. Sowas hat natürlich keinen Sinn. Da weiß ich ja nicht, ob die Leute mich verstehen oder nicht. Wenn sie nur einen Trade-Link senden, das ist klar. Dann habe ich viel mit den Kommentaren gemacht und... Da konnte ich eben einfach dann herauslesen, wer das Video bis zum Ende auch geschaut hatte. Und das ist ja wirklich das A und O, weil es geht ja hier bei den Skins um das auch nochmal... Also der erste sah leicht merkwürdig aus, würde mir aber auch gelingen und der zweite sah easy aus. Der war in Ordnung. Jetzt habe ich gerade die Rede verloren. Ich will es nicht wieder verpassen, seinen behinderten Bunnyhop. Gerade am Anfang springt er immer, machen die immer Bunnyhop und ich sehe das nie und dann schreibt er, ey... Hast du das gesehen? Aber ich glaube, jetzt macht er keinen Bunnyhop in dem Moment. Ja. Das Wichtige ist nämlich bei den Giveaways, dass diese Skins ja zu, also mittlerweile 99% nur von der Community kommen. Von der Community. Ich bekomme sie von euch geschenkt. Und ihr sagt, hey, cool, dass du so viel, oder so hat es angefangen, cool, dass du so viele Giveaways machst für deine Zuschauer. Hier ist ein Knife, hier ist eine AWP, hier sind irgendwelche Skins, schenk die an deine Community. Und dann hab ich natürlich praktisch diesen Auftrag an die Community, die Sachen zu verschenken und nicht an irgendjemanden, der sich bereichern will oder so. dieser Gedanke, sich zu bereichern, ist ja auch gar nicht so tragisch. Wenn man dann Community-Mitglied ist, beziehungsweise halt irgendwie... mit bei unserem Start, dass mal im Stream dabei ist, immer ab und an mal Kommentare schreibt und so weiter und so fort, in der Steam-Gruppe ist, bla bla bla. Die nächsten Giveaways, das nächste Giveaway, werde ich jetzt wie folgt führen, und zwar geht es wieder nur über die Kommentare. Ich weiß, alle jetzt, yeah, geil! Es wird aber kein Codewort geben, oder vielleicht auch doch, das weiß ich noch nicht genau, aber es wird vor allem darum gehen, dass man aktiv ist für einen gewissen Zeitraum. Also die Giveaways liefen ja früher eigentlich immer eine Woche oder zwei. Okay, er hat da in den... Also diese Headshots, ich weiß auch nicht, die sind echt merkwürdig. Er ist aber auch, er hat ein gutes Crosshair-Placement und er ist ganz gut. Und jetzt geht er schon wieder runter. Er geht schon wieder runter, der Fokus ist weg, sie haben gewonnen. Er zieht auf den Boden. Wenn es um was geht, hat er ein ganz gutes Crosshair-Placement. Er hat jetzt auch hier den einen Ankle da einfach mal geprefired, in die Smoke reingeschossen, vielleicht aber auch nur um abzulenken. Die Kugeln fliegen in den Kopf.
Obwohl er meist gar nicht auf den Kopf zielt. Also da ist auf jeden Fall eine Aim-Unterstützung. Ich sag jetzt, da ist eine Aim-Unterstützung. Da ist hier eine Aim-Unterstützung mit vorhanden. Achtung! Übrigens, nach Aim sieht es nicht so arg aus, würde ich sagen. Ich hätte das halt hier doch... Aber er hat hier Klaus nicht abgeaimt. Das verstehe ich da nicht. Da ist einer ganz close. Und er schaut so oben und unten, hat ihn noch im Sichtfeld oder im Blickfeld, hätte er Warlag. Und guckt aber nicht ganz links, drastisch links. Weil wie oft ist es, dass sich da jemand direkt an die Wand stellt? Aber man weiß auch natürlich nicht, ob das einfach nur behindertes Spielverhalten ist von ihm. Und er einfach... Ich sag das bei mir selbst ja auch so oft. Fuck, warum habe ich da nicht hingeguckt? Ja, ich mach's wieder über die Kommentare und zwar über einen Zeitraum. Ja? Also ich sag, hey Leute, in 8 Tagen wird das Giveaway aufgelöst und ich schaue jetzt einfach, wer ab heute schön kommentiert. Und bei den Kommentaren auf den Videos geht's nicht darum, dass man schreibt, erster, zweiter oder dritter oder irgendwie tolles Video, mach weiter so, worüber ich mich natürlich freue, wenn man das anhängt an seinen normalen Kommentar. Aber ein Kommentar ist für mich, dass man irgendwas bezüglich des Videos schreibt, Spezielles bei dem Giveaway, damit ich weiß, man hat das Video geschaut. Und wenn man dann ich sage jetzt einfach mal 8 Tage, immer nur zu den ersten 10 Sekunden was zu den Videos schreibt, dann weiß ich auch alles klar. Der guckt halt kurz rein und das war's. Also, ich will einfach erkennen, dass man wirklich interessiert ist an den Dumbablan, ja. Dass man vielleicht auch über das Giveaway hinweg mit am Start ist, ja, bei dieser ganzen Geschichte, nicht nur wegen dem Skin, beziehungsweise theoretisch belohne ich ja jedes aktive Mitglied mit mehr Skins. Also es gibt ja immer mehr, es gibt in den Livestreams immer 1 bis 2 Skins, manchmal sogar 3 oder 4 und dann auch Graffitis und hin und her. Es gibt in den Livestreams, wie gesagt, das habe ich ja angesprochen, jede Woche gibt es für alle Twitch-Abonnenten, egal ob man live zuschaut oder nicht, einfach einen Skin. Ja, jede Woche immer kriegt irgendein Abonnenten-Skin. Jetzt ist übrigens die P250 dran, die Franklin. Im Moment gerade. Wobei der Gewinner schon feststeht. Es ist jetzt gerade Montag, ich nehme das montags auf. Ich habe gestern den Gewinner festgestellt, aber noch nicht angeschrieben. Was macht der denn? Das ist echt kein Movement, Gott, der Kerl. Hat er gerade mal nicht gehabt? Nee, das war natürlich chillig. Das war er selbst. Ich weiß nicht, was er da macht. Klar, er beschützt die Bombe. Ich weiß, was er macht. Er beschützt die Bombe. Ich nehme das zurück. Ja. Und der Kern der ganzen Sache ist aber, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, die ganz, ganz großen Skins werde ich zu 80, 90, zu 100, zu 99,9%, 98% nur auf Twitch raushauen. Also jetzt Knives und sowas. Und auch nicht einfach so, sondern... Na gut, jetzt weiß er, wo er ist. Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir jetzt hier... Was soll ich denn da sagen, wenn er dann sowas macht? Ah, jetzt bleibt er kurz stehen. Auch nicht einfach so, sondern meistens dann in einem Event oder eben einfach in einem Subscriber-Giveaway. Es soll jetzt nicht so aussehen, als wenn ich irgendwie geldgeil wäre oder was. Ich denke, alle Leute, die mich schon immer verfolgen, wissen, dass das nicht auf mich zutrifft. Ich mache das, also ich habe das Geld natürlich sehr gerne, das dadurch reinkommt. Ich freue mich auch immer, dass es einfach die Unterstützung, die ihr mir gebt, das ist, ich glaube nicht, dass er Warlag hat. Scheiß die Wand an. Ich gehe gerade sogar fast davon weg, dass er irgendwas hat, dass er irgendwas anhat. Oder er hat halt ausgemacht, die Aim-Unterstützung. Total merkwürdig, wie er spielt. Also, er schien vorhin so gut zu sein, so richtig on point, dass ihm sowas wie gerade eben, er geht am Anfang in eine ungeklärte Sache mit einer Smoke auch noch. Noch nicht mal ein Molly oder ein Nate, mit einer Smoke. Er spielt da wie ein Anfänger, wie ein Silver. Naja, ich freue mich da natürlich extrem drüber, das will ich gar nicht kleinreden und das ist auch ein wichtiger Bestandteil in meiner gesamten Aufstellung, was diese Internetgeschichte einfach angeht. Ist der letzte nicht auf A? Ja, er ist auf A. Ich weiß nicht, was ich bei ihm drücken soll. Aber es geht nicht nur darum, es geht einfach um euch, um die Community und gerade die Twitch-Abonnenten, da kann ich zu 100% davon ausgehen, dass das Community-Mitglieder sind. Und nicht irgendwie Skin-Geier. Kein Skin-Geier zahlt 5 Euro, um einen Skin zu gewinnen oder so. Also ich... Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh! Er hat am Anfang... Also manche Schüsse waren wirklich eklig, oder? Die gingen wirklich perfekt rein. Und am Ende...
hat er gespielt wie ein Dummdödel. Also auch vom Aiming her. Und am Anfang war er on point wie ein Schnitzel. Schnitzel sind sehr gut. Aber ich bin mir leider nicht mehr sicher. Am Anfang hätte das nach 3 Minuten aufgehört, so wie letztens das, was ich angeguckt habe, Overwatch. Dann hätte ich ihm auf jeden Fall den Aim Assist gedrückt, aber ich drücke ihm jetzt nicht, um Gottes Willen, ich lasse vielleicht einen Cheater durchgehen. Tja, manchmal passiert's. Man soll sich sicher sein und hier bin ich mir jetzt unsicher. Nee, wisst ihr was? Er hat ausgemacht. Haha! So könnte man ja alles begründen. Ha. Ich weiß es nicht. Ich könnte man das ja grundsätzlich begründen. Der hat am Anfang so komisch, aber jetzt hat er ausgemacht. Ja, ausgemacht. Aber am Anfang war es echt merkwürdig. Die Schüsse waren... Erstens mal war oft im Fadenkreuz peinlich genau drauf. Also auch in voller Bewegung. Und dann aber wiederum, als hätte er halt nicht einen Trigger. Wie heißt denn das jetzt? Verschissen nochmal. Ihr habt mich da letztens so ein bisschen rund gemacht, weil ich den falschen Begriff... Ich kenne halt noch die Begriffe von 1800 Dubak. Wisst ihr, von 1.6. Egal. Ist jetzt egal, die Begrifflichkeiten sind egal. Nee, ich bin jetzt wieder sicher, dass da war kein Aim. Da war vielleicht Aim, aber... Nee, ich lasse es jetzt so. Sorry, auch wenn ihr jetzt voll böse seid. Wir haben schon ganz viele Cheater gebannt. Ich habe schon ganz, ganz oft die XP bekommen und das hieß, meine Voraussagen sind sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr weise. Und ja, naja. Ja, bei den Twitch-Abonnenten sind höchstwahrscheinlich keine Skin-Geier dabei. Und wenn man dann halt irgendwie in sowas Großes raushaut wie Knife, dann möchte ich mir da doch schon ziemlich, ziemlich sicher sein. Das ist eine blöde Einstellung hier. Da will ich mir ziemlich sicher sein, dass es eben nicht an irgendeinen so Dödel geht, sondern an jemanden, der auch sagt, hey, ich gebe dir... Ich bin für die Community da, also jemand, der zum Beispiel auf Twitch abonniert, ist auch meistens in den Streams da, nimmt an den Viewer Games teil, gibt vielleicht auch Skins, also ganz, ganz viele der Leute, die es abonniert haben, die haben mir auch schon Skins geschenkt, von denen sind die ganzen Knives, also alle Sachen, die ihr hier seht, sind von der Community geschenkt. Deswegen, um das nochmal klar zu machen, warum ich da so drauf bedacht bin, dass es auch wirklich an diese Leute geht. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich bin kein Teil der Community, dann ist es nicht schlimm. Du kannst ja jetzt einer werden, das ist ja gar kein Problem. Jeden Tag kommen neue Leute dazu, kommt in die Steam-Gruppe, wir haben fast 1000 Leute, man kann zusammen spielen und wenn man dann kommentiert und auch mal so bei Twitch vielleicht mal dabei ist oder auf Instagram oder Twitter oder irgendwo, dann sehe ich euren Namen und verbinde damit was und wenn dann einfach dieser Moment kommt, wenn ich eine Liste aus Leuten habe, die Skins gewinnen, ja, und es kommt diese Skin-Geier-Überprüfung. Und dann habe ich einfach die Namen auch im Kopf und sage natürlich direkt, ah ja, natürlich, das ist auf jeden Fall ein Community-Mitglied und nicht irgendein Hans Wurst, ja. Na, und dieses Mal werden wir es eben so machen, dass man über eine gewisse Zeit schreiben kann. Gott, das geht jetzt schon so lange hier, das Video. Ich hoffe, ich war jetzt nicht allzu schlecht mit dem Fall. Aber es kann auch mal sein, dass man halt schlecht ist, wenn man schlecht ist. Ciao, ciao.